Männer schlau mit OnPage TV. SEO-Grundlagenwissen verständlich erklärt. Hi, ich bin Christoph und wir reden heute über Penalty. Unter Penalty versteht man generell das Herabsetzen von Webseiten innerhalb des Suchmaschinen-Rankings. Im schlimmsten Fall wird die Website aus dem Suchmaschinenindex komplett ausgeschlossen. Durch die Eingabe der Domain in der Google-Suchleiste kann überprüft werden, ob eine Website von der Penalty betroffen ist. Sind keine Ergebnisse sichtbar oder erscheint die Domain plötzlich auf hinteren Positionen, kann es auf eine mögliche Penalty hinweisen. Es existieren verschiedene Arten von Penalties. Die -30-Penalty beispielsweise sorgt dafür, dass die Domain erst den Platz 31 oder schlechter rankt. Bei der -950-Penalty lässt sich die Domain unter den Top 100 Suchergebnissen nicht mehr finden. Die gravierendste Penalty ist die Index Exclusion. Im Fall dieser Abstrafung wird die Website aus dem Google Index herausgenommen und ist somit nicht mehr auffindbar. Liegt eine Index Exclusion vor, ist es sehr schwierig, wieder in den Index aufgenommen zu werden. Hier hilft nur ein sogenannter Re-Inclusion Request, der bei Google explizit gestellt werden muss. Erst nach einiger Zeit, nach Beseitigung der Penalty-Ursache und nach der Überprüfung durch Google, kann die Seite wieder in den Index aufgenommen werden. Die häufigsten Gründe für eine Index-Exclusion sind die Verwendung von Spam-Methoden oder ein Verstoß gegen die Webmaster-Richtlinien von Google. Die Schwierigkeit bei der Ermittlung einer Penalty besteht darin zu unterscheiden, ob der Ursprung eines schlechten Rankings bei der schwachen Popularität oder am Verstoß gegen die Richtlinien liegt. Und denkt daran, SEO fängt mit OnPage an. Ich bin Christoph, bis zum nächsten Mal.